And don't ha ha. Wegen dieser scheiß Lache komme ich nicht mit meiner Masterarbeit weiter. Wie kann man denn die ganze Zeit so scheiße gut gelaunt sein? Also ich verstehe, dass du in Anbetracht der Tatsache emotional ein bisschen... In Anbetracht welcher Tatsachen denn? Meine Oma ist nicht abgekratzt. Und mein Großonkel ist seit 16 Jahren tot. Das habe ich doch nur gesagt, damit du endlich mal die Fresse hältst. Verstehst du? Verstehe. Na endlich! Ich hoffe, als nächsten Mitbewohner findet ihr einen Depressiven, so wie es sich gehört. Soll das jetzt eine Drohung sein, oder was? Frido? Frido? Frido! Was willst du? Mich entschuldigen. Es tut mir ehrlich leid. Es war dumm und gemein von mir. Die sind doch nicht alle Tassen im Schrank. Frido, bitte! Wegen so einer Kleinigkeit müssen wir doch jetzt nicht gleich. Ich bin nur gerade so gestresst wegen meiner Masterarbeit. Aber Paul kommt ja Montag wieder und die Arbeit muss ich eh bald abgeben. Und ich bin mir sicher, danach lachen wir über all das hier. Haha. Komm, erzähl mir einen Witz. Okay, dann erzähl ich einen Witz. Ja, okay. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Ja, richtig. Oder... Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Es sagt der eine, der schmeckt aber komisch. Erzähl uns ein bisschen was über dich. Was machst du so? Was sind deine Hobbys? Na, ich koche gern. Schlafe viel und bin in letzter Zeit ziemlich lautstärkeempfindlich, muss ich gestehen. Und warum willst du unbedingt in eine WG ziehen? Naja, eigentlich habe ich schon immer in einer WG gewohnt. Aber in der letzten wurde es dann ziemlich unerträglich. Deswegen suche ich jetzt was Neues. Warum? Was ist da passiert? Die meinen, ich wäre wohl gegen irgendwas allergisch, keine Ahnung gegen was. Mhm. Jedenfalls haben die sich da tierisch dran gestört. Also einige Menschen... Ja, gut. Dann, Gesundheit. Danke. Gesundheit.